hier heute seit Ewigkeiten mal wieder Morgensport zu machen. Also es ist jetzt kurz vor 7. Ich habe halt von 10 bis 20 Uhr komplett Uni-Sachen durchgetaktet, brauche ja auch Mittagessen, muss zwischendurch wieder zurück nach Köln, also ich studiere in Bonn. Das heißt, ich habe um 10 vor 5, 10 CT, also um 5 nach 10 Vorlesung in Bonn. Wo ist mein Fahrrad? Da ist mein Fahrrad. Habe jetzt gute anderthalb Stunden beim Sport, Duschen. Frühstück habe ich jetzt auch gerade schon vorbereitet. Natürlich ist es sattelnass. Und hoffe einfach, dass das mit der Bahn alles klappt, sonst komme ich nämlich zu spät zu der Vorlesung. Aber sonst ist es, ich habe es nicht eingesehen, noch früher aufzustehen. Deswegen, let's go. Ich habe gesehen, es ist jetzt gerade Viertel vor 7 geworden ist. Also ich bin richtig stolz auf mich. Health Reset Part 4. Ich habe dir darüber erzählt, warum ich so stressed war, wie ich nach dem Stress erstmal klarkommen musste. Hab dir gezeigt, was im Moment so auf meinen Teller kommt und möchte dir nun in diesem Video ein bisschen über meine neue Sportroutine erzählen. Leveling up my workouts hat nichts damit zu tun, dass ich härter, länger und öfter Sport machen möchte, sondern erstens konsequent regelmäßig zum Sport gehe, zweitens einen Plan habe, wenn ich zum Sport gehe bzw. wenn ich beim Sport bin und drittens eine Balance aus Bewegung, Sport und Ernährung finde. Zum Anfang sollte ich hier vielleicht klarstellen bzw. einmal ansprechen, dass Bewegung und Sport zwei unterschiedliche Sachen für mich sind. Wenn ich über Bewegung spreche, dann meine ich vor allem halt einfach die Bewegung im Alltag. Zur Bahn laufen, zum Einkaufen gehen, Fahrrad fahren bzw. Fahrrad zur Arbeit fahren und dann auf der Arbeit körperlich aktiv zu sein. Also mein Non-Exercise Activity. Wenn ich über Sport rede, dann meine ich aktiv ein Workout machen, sei es ins Gym gehen, aber auch Pilates, Yoga, Joggen, was weiß ich. So, jetzt wo das geklärt ist, möchte ich ganz ehrlich mit dir sein, dass ich immer Probleme hatte, meine Sportroutine durchzuziehen. Woran lag das? An nichts anderem, als dass ich meine Latte immer viel zu hoch gelegt habe. 4 bis 5 Mal in der Woche intensiv Sport zu treiben, zusätzlich viel körperliche Bewegung im Alltag zu haben und das in Kombination mit Denken, Stillsitzen und nachts ausgehen was set for failure for me. Kann halt über längere Zeit einfach nicht ohne Folgen passieren. Gerade das erste Mal wieder Physiknachhilfe gehabt. 20.03 Uhr ist es. Ich sollte das dieses Semester schaffen, Physik zu bestehen. Aber mein Tag war sowas von busy, einfach so viel Programm, aber richtig schön. Und das hat alles so perfekt mit der Bahn heute Morgen geklappt. Und keine Ahnung, der Tag war richtig schön, aber richtig anstrengend. Ich hatte halt auch Social Life richtig gut. Hab Mittagessen mit einer Freundin zusammen gegessen bei ihr. Hab dann auf dem Weg zur Übung noch eine andere Freundin getroffen, mit der ich dann auch zurück nach Köln gefahren bin. Richtig gut und hatte jetzt 2 Stunden Physiknachhilfe und jetzt um 20 Uhr ist endlich Schicht im Schacht. Und es hat so gut getan, heute Morgen Sport zu machen. Ich war so richtig on top of the world. Ich habe ja sogar geduscht. Ich habe zu Hause richtig in Ruhe gefrühstückt, bin pünktlich zur Vorlesung gekommen, hat einfach alles perfekt endlich mal geklappt. Ja, ich habe irgendwie voll Lust, mal wieder was zu gucken. Aber ich lese auch im Moment voll gerne. Mal gucken, was ich jetzt mache. Ah, ich wollte meinen Vater noch anrufen. Das machen wir erstmal. Wenn man direkt von 0 auf 100 ballert, ist es klar, dass man an einem Punkt bzw. dass der Körper an einem Punkt Stopp schreit. Slowly but steady und Schritt für Schritt. Mein Goal war es, einfach buchstäblich 3-mal die Woche ins Gym zu gehen. Ja, ich hatte einen Plan, was ich machen wollte, aber letztendlich war es für mich nur wichtig, mich erst einmal aufzumachen und in die Umkleide zu steppen. Wenn ich dann da war, war ich dann halt auch einfach schon direkt in dieser Workout-Mood, ohne groß zu überlegen, ob ich jetzt Lust darauf habe oder eher nicht, und habe dann direkt die Workouts gemacht, die ich dann geplant habe.
Also einfach richtig gut so, wenn du da bist. Mut, Workout, let's go. Bei mir ist es so, ich muss mich immer dreimal für irgendwas aufmachen. Und danach ist es eigentlich schon Teil meiner Routine. Das heißt, wenn ich wieder morgens spazieren gehen möchte, brauche ich 3 Tage morgens einen Spaziergang, mir in den Arsch zu treten, und dann ist es halt irgendwie schon meine Routine. Mit dem Sport war es eher so, dass ich wirklich 3 Wochen das mit dem 3-mal pro Woche durchziehen musste. Aber inzwischen ist es jetzt easy peasy lemon squeezy in meinem Rhythmus drin. Weil ich Sport eine Zeit lang als Muss angesehen habe und mit einem toxischen Mindset rund um Hauptsache Kalorien verbrennen rumgelaufen bin, ist es das, wo ich zurzeit besonders darauf achte, ob das, was ich an Bewegung und Sport mache, mir auch wirklich Spaß macht und mich und meine Gesundheit supportet, als dass es mich in dem Sinne fertig macht, ich komplett müde bin und einfach so wieder diesen toxischen Gedanken hervorruft, dass ich eigentlich nur Sport mache, um irgendwie so und so auszusehen. Ich habe mich einfach gefreut, so einen richtig schönen, fetten, frischen Salat zu machen. Es war ja draußen. Ich habe aus Versehen die Herdplatte angemacht. Das ist nicht geschmolzen, aber es ist einfach scheiße. Ich habe keine Lust, aus irgendeinem Zwang sei Kalorien verbrennen oder den gesellschaftlichen geprägten Traumkörper zu erreichen, Sport zu machen. Mein Leben ist geprägt von Phasen. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich nur Homeworkouts gemacht und habe es richtig geliebt. Ganz viel Yoga, Pilates, Joggen war Teil meiner Routine, und zurzeit bin ich in der Phase, in der es mir extrem viel Spaß macht, wieder ins Gym zu gehen. Zumal ich an einem Punkt bin, in dem sich in mir so viel Wissen über Bewegung und Sport angestaut hat, dass ich das dann natürlich auch irgendwie persönlich einfach mal umsetzen möchte. Smarter, not harder. Viel lieber Übungen zu machen, die meine Rückenschmerzen vorbeugen, die meine Disbalancen ausgleichen und die für mich von der Technik her sauber auszuführen sind, als sich dumm und dämlich zu trainieren und sich eigentlich viel mehr Schaden anzurichten. Es ist halt echt krass, was Kraftsport für positive Effekte haben kann, aber es ist auch krass, was letztendlich man sich eigentlich alles damit antun kann. Falls du noch am Anfang deiner Gym-Journey bist, soll das hier alles andere als dir Angst machen, sondern einfach nur eine Bitte an dich, wirklich ausgiebig dich zu informieren über das, was du machst, und über das, was man falsch machen kann. Denn wenn du noch nicht so viele Erfahrungen hast, ist es halt eigentlich richtig gut und wirklich am besten, weil du dir nichts Falsches angewöhnen kannst, wenn du halt dich direkt von Anfang an informierst. Während ich zum Beispiel gerade einfach dabei bin, mir Sachen wieder abgewöhnen zu müssen, weil ich herausgefunden habe, dass sie nicht gut sind. Na? Hey, du sollst mich nicht drehen. Aber es geht. Nein! Scheiße. Klar mache ich inzwischen auch mal eine Pause in der Woche oder statt Gym einfach Pilates und viel Fahrradfahren, zumal ich auch einen körperlichen aktiven Job habe, und vor allem möchte ich in keinster Weise noch einmal hormonelle Probleme bekommen und fahre besonders die Woche vor meiner Periode immer etwas runter. Aber ich bin gerade wirklich auf dem Weg, einfach einen sportlichen Lifestyle zu etablieren wollen und mir einfach hier abzugewöhnen, immer irgendwelche Challenges zu setzen oder irgendeinen Drang zu haben, so und so aussehen zu wollen, sondern einfach aus reiner Motivation Sport machen zu wollen und belastbarer und stärker zu werden, sowie